Der Klimawandel ist da und extreme Wetterlagen erwischen uns schon jetzt mit voller Breitseite. Doch nicht nur das. Mit der Hitze kommen auch die Menschenkiller Nummer 1 nach Deutschland. Subtropische und tropische Insekten. Einer neuen Studie zufolge werden sich Moskitos wie die asiatische Tigermücke und die Gelbfiebermücke in den kommenden 30 Jahren flächendeckend in Deutschland ausbreiten. Und die ersten sind schon da. Und wenn es noch heißer wird, dann wird es noch gefährlicher. Klickt zum Science and Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal. Nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Hier in Deutschland empfinden wir Mücken bislang lediglich als lästig. Doch das kann sich bald ändern, denn es gibt nicht wenige Mücken, die folgenreiche Tropenkrankheiten übertragen. Malaria, Dengue, Zika und das West-Nil-Virus, um nur einige Beispiele zu nennen. Diese sind also lange nicht nur mehr lästig, sondern sehr gefährlich. Und die Erderwärmung begünstigt die Ausbreitung genau solcher Mücken. Und so finden die blutsaugenden Insekten in vielen neuen Regionen dieser Erde jetzt nach und nach hervorragende Lebensbedingungen. Der Klimawandel macht es möglich. Vor allem Europa, aber auch viele andere Regionen der Welt werden in den nächsten Jahren von den Stechtieren heimgesucht werden. Schon 2017 und 2018 wurden im Süden von Deutschland asiatische Tigermücken aufgespürt. Eine aktuelle Hochrechnung eines internationalen Forschungsteams zufolge könnten dann knapp 500 Millionen Menschen mehr solchen Tropenkrankheiten potenziell zum Opfer fallen als bislang. Dabei geht es vor allem um die Erkrankungen, die die Gelbfiebermücke Aedes aegypti und die Tigermücke Aedes albopictus übertragen. In der aktuellen Untersuchung werden verschiedene Szenarien bezüglich der globalen Erwärmung analysiert. Konkret gelang dies durch die Auswertung von Daten aus 35 Jahren Feldforschung. Dazu einer der beteiligten Forscher, Moritz Krämer. Durch die Kombination von Daten zur Ausbreitungsgeschichte von Mückenarten zu Populationsbewegungen und klimatischen Faktoren konnten wir die Zukunft dieser krankheitsübertragenden Moskitos vorhersagen. Und das Ergebnis ist alarmierend. Denn selbst wenn der Klimawandel noch maximal gebremst werden kann und die Pariser Ziele und die 2-Grad-Grenze sicher eingehalten werden, steht fest, sowohl Gelbfiebermücken als auch Tigermücken werden sich zukünftig in Deutschland ausbreiten. Dem internationalen Forschungsteam zufolge werden die Tigermücken hier schon in 30 Jahren heimisch sein, und zwar im Sommer 1 bis 3 Monate lang. Auf ihrem Weg in Richtung Norden dringen die Tiere der Berechnung zufolge 150 Kilometer pro Jahr vor. Die Gelbfiebermücken dagegen brauchen etwas länger und werden sich wohl erst einmal in der Türkei und Italien ausbreiten, ehe sie nach Deutschland kommen. Dort werden sie sich vor allem im Südwesten und Nordosten, also in Baden-Württemberg und Brandenburg, heimisch fühlen. Und das auch nur etwa einen Monat lang. Auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht harmlos klingen mag, ist das eine große Bedrohung für uns. Denn laut der Experten und Expertinnen könnten sich die Tiere explosionsartig vermehren und zu einem akuten Ausbruch von Krankheiten führen. Und das ist ja, wie bereits angesprochen, nur das harmloseste Szenario. Falls die Temperaturen aber in Zukunft weiter ansteigen, bedeutet das für die Moskitos, dass sie vor allem in Europa paradiesische Bedingungen vorführen. Hier werden die Tiere auch die meisten ihrer neuen Opfer vorfinden. Je nach Zeitraum und Szenario sind es bei den Gelbfiebermücken bis zu 470 Millionen potenziell neu zu infizierte Menschen. Dazu kommen noch einmal bis zu 440 Millionen potenzielle Opfer der Tigermücken. Laut der aktuellen Studie könnten unter extremen Klimaszenarien bis zum Jahr 2080 also 1 Milliarde Menschen mit einer durch Mücken übertragenen Krankheit konfrontiert werden. Viele davon im westlichen Europa. Fest steht also, Tropenkrankheiten sind schon lange nicht nur mehr das Problem ferner Weltregionen. Andere Regionen der Erde dagegen bieten dann nicht mehr so ideale Lebensbedingungen für die Moskitos. In den meisten Gegenden von Afrika, im Amazonasbecken und Südostasien würde es nämlich zu heiß für sie werden. Wenn der Klimawandel weiter so voranschreitet. Die Infektionsraten in diesen Regionen würden langfristig wohl sinken, denn die Mücken vertragen nur Temperaturen bis zu 29 Grad Celsius. Wenn es wärmer ist, gelingt die Weitergabe von Krankheitserregern nicht mehr so gut. Doch Gesundheitsexperten und Expertinnen warnen, dass dies keinesfalls ein Grund zum Aufatmen ist. So zum Beispiel der US-Wissenschaftler Colin Carlson. Jedes Szenario, in dem es zu heiß für die Weitergabe des Dengue-Erregers wird, enthält andere und ähnlich gefährliche Veränderungen im Gesundheitssektor. So oder so führen höhere Temperaturen also zu mehr gefährlichen Krankheiten. Gut, ist das also alles nicht. Aber wir können jetzt konkret etwas tun. Wir können am 26. Mai zur Europawahl gehen und zweitens genau die Partei wählen, die die Standpunkte vertritt, die jetzt wichtig sind und unser Überleben sichern. Es ist die letzte Wahl, nach der die Politik noch etwas ändern kann. Und wir sind diejenigen, die entscheiden. Also lasst es uns tun. Hashtag diesmal wähle ich. Europawahl 2019. Alles, was man wissen muss, von Mr. Wissen to go, anklicken und anschauen, würde ich mal sagen. Wir sehen uns am 26. Mai im Wahllokal.
Bis dann, bleibt dran.